Dann laufen wir doch heute mal zwei Laufveranstaltungen. Die erste findet hier im Olympiastadion statt. Der S25 kommt mit. 10 Kilometer. Der Praktikant ist mit am Start. Wie geht's dir? Gut. Ich mach heute... Machst du heute Bestzeit, oder was? 30 Minuten. 30 Minuten? 10 Kilometer? Nee, 4 Kilometer. Was machen die da? Die wärmen sich auf, Schatzi. Was ist das? Hab ich noch nicht gehört. Warm machen, die Muskeln aktivieren. Vortrinken. Du hast das falsch verstanden. Dann haben wir ganz ordnungsgemäß unsere Kleiderbeutel abgegeben, die andere auch, und sind dann zum Start marschiert, wie alle anderen auch. Mir war super kalt vor dem Start. Gut, dass ich den Praktikanten dabei hatte, um mich zu wärmen. Und natürlich, ihr seid wichtig, denn ihr seid die Hauptfiguren. Ich sehe ein Schild. Und schon haben wir die Startmatte überquert und es ging los. Woohoo. Kilometer 1. Ich habe mich dazu entschieden, mit dem Praktikanten mitzulaufen. Kilometer 3 und der Praktikant spurtet jetzt hier los mit einer Pace von 6 Minuten und 8 Sekunden auf dem Kilometer. Es geht auch die ganze Zeit bergunter, aber wir müssen ja auch irgendwann wieder berghoch. Die 10 Kilometer dürfen jetzt hier abbiegen und die Halbmarathons und 25 Kilometer, Leute, Läufer, laufen weiter geradeaus. Kilometer 4 und jetzt sind wir nur noch mit den anderen 10 Kilometer Läufern auf der Strecke. Kilometer 5, Hälfte geschafft. Und wir haben den Verpflegungspunkt erreicht, den hatte ich auch bitter nötig. Einen großen Schluck Wasser und es gab sogar Brause. Es gibt sogar ISO kurz hinter der Verpflegung. Der Praktikant nimmt sein Auszugsgel. Und jetzt flitzt er nämlich ins Ziel. So, Schatz, ich muss eine neue Playlist einstellen, ich muss ein Gel halten. So. Hier ist der iPad-Pot. Der AirPod ist ihm aus dem Ohr gefallen. So, jetzt geht's weiter. Kilometer 6, Kilometer 7 und noch eine kleine Kurve da vorne, dann sehen wir auch gleich schon wieder das Olympiastadion. Der Praktikant sieht ja voll das Tempo an. Sollte ich ihm vielleicht mal sagen, dass noch 2 Kilometer sind? Fast Kilometer 9 und tada, wir haben mal wieder eine Wendeschlaufe. Das ist ja das, was wir auf den letzten Metern so richtig gut finden. Oder, Schatzi? 9,5 Kilometer und wir tauchen ab in den Tunnel. Das ganze Highlight, deswegen jeden Spaß machen. Die letzten 100 Meter. Und der Praktikant gibt nochmal Vollgas, zieht nochmal richtig an und dreht hier richtig auf. Wird immer verrückter, Leute. Wir sind bei einer 5 Minuten 20er Pace und wir sprinten ins Ziel. What? Wir waren gerade unter 5 Minuten Pace und Ziel. Dann schauen wir uns doch mal an, was das hier gegeben hat. Und? Ah. Und? 1 Stunde 5 Minuten. Ah. So, ach guck mal. Oder? Oh Gott. Jetzt bist du voll gesweddet. Alles gut. Oh Leute, es ist leider schon wieder was Schlimmes passiert. So schlimm, dass der Heli hier einfliegen muss. Die Medaille haben wir uns jetzt abgeholt. Da ist das schöne Ding und ich finde es auch wirklich schön. Und besonders, dass es jedes Mal ein bisschen anders aussieht, die Medaille. Und jetzt geht es hier die Treppen hoch. Für den einen oder anderen ist es ein bisschen schwierig. Aber der Praktikant, das ist hier alles ein Kinderspiel für ihn. Der macht das hier locker, flockig. Ja? Der hätte wahrscheinlich auch noch 10 Kilometer laufen können. Der heult halt einfach nur am Anfang immer so viel rum. Ich glaube aber auch, dass er so schnell rennt, weil da oben gibt es nämlich die Zielverpflegung, sprich Bier. Also, ab zum Bier, würde ich sagen. Oh, das ist ja irre. Ja, mit Schokolade. Boah, ich nehme mal frecherweise eine Hand da voll. Ich habe ja gleich noch einen Lauf. Wieso müssen wir da raus? Wir müssen jetzt hier raus. Wir verlassen das Olympiastadion. Schatzi hat erfolgreich 4 Bier getrunken. Für mich mit natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Denn es geht jetzt gleich weiter mit dem Rings for Life. Zweite Laufveranstaltung heute. Wir sind angekommen, da wo wir hin wollten. Irgendwie ist keiner da, wo ich eigentlich hin wollte. Noch 20 Sekunden, es geht gleich los. Und dann starte ich jetzt einfach hier so quer im Wald und dann... Mal gucken. Beim Wings for Life World Run kannst du über eine App dabei sein, egal wo auf der Welt du bist. Du startest weltweit mit allen Teilnehmern gleichzeitig und wirst von einem virtuellen Catcher-Car verfolgt. Umso schneller du läufst, desto mehr Kilometer wirst du schaffen. Und mein Ziel war es heute, mindestens die Halbmarathon-Distanz zu schaffen. Ich habe den offiziellen Lauf gefunden. Hier kommen sie mir alle entgegen. Ja, schön. Also wenn man Leute loswerden will, dann schickt man ihn einfach an einen Punkt, wo gar kein Treffpunkt ist. Halbmarathon ist im Kasten. Mal gucken, was noch geht. Oh Leute, ich glaube, ich habe mich echt ein bisschen verausgabt. Oh, warte mal, ich mach mal Stopp hier mit euch gemeinsam. Direkt nach dem Rennen geht es schon los hier mit Gänsehaut. Der Kreislauf fährt sofort runter. Laut der App Rings for Life Road Run bin ich tatsächlich sogar noch ein bisschen schneller gewesen und ein bisschen weiter gelaufen. Damit bin ich hier heute 35 Kilometer gelaufen. Schöner Long Run. Ich komme jetzt mal kurz runter und dann gehe ich in den Biergarten zum Praktikanten. So, 25, irgendwas Kilometer beim Wings for Life. Guck bitte, wie ich aussehe. Ich habe mich richtig kaputt gelaufen. Ich bin fix und fertig. 10 Kilometer heute Morgen. Insgesamt 35 Kilometer für einen Long Run oder für einen Sonntag. Top. Und weil ich jetzt keinen Bock mehr habe, auch nur einen Meter weit zu gehen,
nehmen wir jetzt dieses Auto hier. Unbezahlte Werbung. Ich brauche aber mein Handy, um das aufzumachen. Achso, da muss ich jetzt Schluss machen. Auflegen. Achso, auflegen. Tschüss.